Und damit hallo und herzlich willkommen bei Würzburg Fotos zu einem neuen Sonntagsvideo unterwegs in Deutschland. Die nächsten 4 Tage bin ich in Hamburg, bin gerade am Hauptbahnhof vorbeigefahren, denn ich fahre diesmal eine Station weiter Richtung Hamburg Dammtor. Da hat man hier schon mal den ersten Blick auf die Innenstadt, denn das Hotel, in dem ich diesmal bin, das ist in der Nähe des Dammtor Bahnhofs und da bietet sich das einfach an. Es sind nur noch ein paar Minuten und dann kann ich aussteigen nach gut 4,5 Stunden Fahrt. Und das hier ist die Straße Esplanade und alle, die meine Hamburg-Videos aus den vergangenen Jahren kennen, die wissen, dass ich immer im Hotel Alte Wache war. Da wäre ich auch in diesem Jahr gerne wieder hingegangen, habe aber keinen Platz bekommen. Deswegen ein neues Hotel, in dem ich noch nie war. Und das ist der Baseler Hof. Da vorne wehen schon die Fahnen im Wind. Das ist ganz in der Nähe vom Bahnhof Dammtor, also das hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. Und es ist ganz nah an der Alster, was natürlich auch toll ist. Das heißt, wenn ich kurz im Hotel war, dann werde ich mich gleich auf den Weg machen in die Stadt, denn das Wetter ist heute schön und soll in den nächsten Tagen eher regnerisch werden. Na, mal gucken, wie es wird. Bin sehr gespannt. An dieser Stelle zeige ich euch gleich mein Zimmer, Raumnummer 601. Das heißt, ich bin im 6. Stock untergebracht, was ich gut finde, weil von der hohen Etage hat man in der Regel einen guten Ausblick und der ist in der Tat nicht schlecht. Und zwar, die Alster sieht man zwar nicht, aber sie ist gleich ums Eck. Hier unten ist eine Straßenkreuzung und da beginnt an der Ecke bereits die Alster. Eine super Sache also. Und ja, der Raum an für sich ist einigermaßen modern eingerichtet, wie ich finde. Es gibt hier einen Wasserkocher, da kann man sich einen Tee machen. Ein Schrank ist da, eine Flasche Rotwein, die werde ich noch nicht brauchen. Ein bisschen was zum Lesen. Fernseher, ganz wichtig für abends. Eine Minibar, die gut gefüllt aussieht, auch mit so ein paar Leckereien, nicht nur was zu trinken. Guck mal, sogar an den Regenschirm haben sie gedacht. Für Hamburg-Wetter immer eine ganz gute Sache. Und ein schönes kleines Badezimmer mit Waschbecken und Dusche und Toilette, wie es eben so üblich ist. Und ein Bett, das relativ gemütlich aussieht. Also ich muss sagen, ganz spontan, Zimmer gefällt mir sehr gut. Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Ja, das Personal vom Hotel war so freundlich, mich darauf hinzuweisen, dass es noch einen Seitenein- und Ausgang gibt. Darüber kommt man direkt zum Hotel-Restaurant. Das gibt es nämlich auch. Und über den Seitenausgang ist man noch schneller an der Alster. Hier ist sie nämlich schon. Und ich freue mich riesig darüber, hier zu sein und diesen Ort als allererstes zu besuchen. Die Alster ist sowas von dermaßen Hamburg-typisch. Und für mich ein absolutes Muss, immer als allererstes hierher zu kommen und den Wind zu genießen, der mir gerade hier um die Nase weht. Das ist Hamburg. So muss es sein. Hamburger Alster ist in der Tat immer ein guter Ort, um einen Hamburg-Besuch zu starten, vor allem bei so einem großartigen Wetter wie heute. Es ist auch unglaublich viel hier los. Alle Leute nutzen das Wetter. Ihr seht es ja, alle Cafés sind sehr gut gefüllt. Die Leute sitzen am Wasser und genießen die Sonnenstrahlen heute Nachmittag. Ich werde diesen Ort jetzt hier aber gleich mal verlassen und meinen ersten Ort besuchen, der auf meiner To-Do-Liste steht für die nächsten 4 Tage. Dafür muss ich allerdings mit der S-Bahn fahren, einige Stationen raus aus Hamburg. Aber auch da gibt es ganz tolle Sachen zu sehen. Und das gucken wir uns jetzt gleich an. Kommt einfach mit. Und schon bin ich im Untergrund, Haltestelle Jungfernstieg. Hier kommt die Linie S1 Richtung Wedel und die bringt mich auch nach Blankenese. Dort ist das wunderschön anzusehende Treppenviertel, welches ich nur von Bildern kenne und mir unbedingt mal ansehen will. Dafür muss ich jetzt ein bisschen fahren mit der Bahn, aber das macht nichts. Die fährt ja gleich wieder oberirdisch und dann sieht man auch ein bisschen was von Hamburg.
Das hat jetzt ungefähr eine Viertelstunde gedauert und schon bin ich in Blankenese. Übrigens, dies hier ist der einzige S-Bahnhof in Hamburg, der ein Kopfbahnhof ist. Hier geht es also nicht weiter. Der Zug fährt rückwärts wieder raus. Und wer weiß, vielleicht gibt es das in anderen deutschen Städten. Ansonsten ist es sogar der einzige Kopfbahnhof der S-Bahn deutschlandweit. Und das Bahnhofsgebäude vom Bahnhof Blankenese, durch das ich jetzt hindurchkomme, ist sehr, sehr alt und stammt aus den Anfangstagen der Eisenbahn in Hamburg. 1867 errichtet und damit älter als der Hauptbahnhof und alle anderen Bahnhöfe in Hamburg, die es so gibt. Ja, ihr habt es gerade vielleicht gesehen, Fahrscheinkontrolle hatte ich in Hamburg auch noch nie. Ist aber kein Problem, ich habe ja eine Karte. Durch meine Fahrt mit Hamburg Tourismus habe ich automatisch die Hamburg-Card, mit der ich alles fahren darf, auch die Fähren auf der Elbe und natürlich auch S-Bahn, U-Bahn und alle Busse. So, also nochmal hier zu sehen, das Bahnhofsgebäude von Blankenese. Und nun geht's ins Treppenviertel. Blankenese ist heutzutage eins der teuersten Viertel im ganzen hamburgischen Stadtgebiet. Die Anfänge, die waren ganz anders. Das war ein Fischer- und Lotsendorf gewesen ursprünglich und ist bereits erstmals im Jahr 1301 erwähnt worden. Und es stand länger als 200 Jahre unter dänischer Herrschaft, war also mal Dänemark gewesen, genauso wie Altona auch. Danke an den Förderkreis Historisches Blankenese, denn jetzt weiß ich, hier beginnt das Treppenviertel, in das ich ja unbedingt wollte. 5000 Treppenstufen sind es übrigens insgesamt, ich habe gerade noch mal nachgelesen, die man hier bergauf und bergab steigen kann. Und von vielen Orten hat man einen tollen Blick runter auf die Elbe. Guck mal, da drüben guckt sie schon zwischen den Häusern durch. Und ja, ich werde jetzt mal gucken, wo ich da genau entlang laufe, denn der Rest, all das, was ich jetzt tue, das ist vollkommen spontan. Aber da steht schon hier Elbe, 250 Meter und die ersten Treppenstufen. Na, ich nehme mal nicht gleich die allererste Treppe, da werden ja sehr wahrscheinlich noch einige mehr kommen in einem Viertel, das sich Treppenviertel nennt. Na, also das klingt hier schon mal ganz gut. Bremersweg. Ja, den nehme ich jetzt mal. Das sind die ersten Treppenstufen runter Richtung Elbe. Ja Leute, und natürlich, man kann hier wohnen, wenn man das nötige Kleingeld mitbringt und es überhaupt etwas zu wohnen gibt. Ich denke mal, alle Häuser, die hier sind und Wohnungen, die es möglicherweise gibt, da hat es lange Wartezeiten und man muss einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen, um hier unterzukommen. Aber irgendwie auch verständlich, ist ja wirklich bezaubernd und wunderschön und ist auch immer wieder Drehort für diverse Fernseh- und Filmproduktionen. Also ich kann mich auch an einige Sendungen erinnern, die hier in diesem Viertel spielen. Das ist die Strandtreppe, die ist wohl ganz besonders bekannt, weil sie 170 Stufen hat und eben direkt runterführt zum Elbstrand. Und da will ich ja heute auch noch hin und das Wetter genießen bei der Gelegenheit. Ach ja, und überall guckt man auf die Berge außenrum, den Sülberg, so nennt er sich ja. Das ist der höchste Berg weit und breit, von dem aus man einen schönen Ausblick auf die ganze Elbe und das Umland hat. Aber ich glaube, da werde ich nicht von oben runter gucken, denn ich bin ja schon auf dem Weg nach unten, mehr oder weniger. Und wenn man hier so runterläuft, ist es wirklich bezaubernd. Immer wieder gibt es kleine Treppen, die so von der Haupttreppe hinunterführen. Überall stehen schöne, teilweise historische, teilweise auch modernere Gebäude. Dann gibt es hier Weggabelungen. Mal gucken, wo das hier hinführt. Ja, da ist wieder eine Treppe, die sich irgendwo um die Ecke schlängelt. Osterweg. Und das hier ist der Parmannsweg. Soll ich da einfach mal abbiegen? Ich mach das mal. Mal gucken, wo der hinführt. Der geht ein bisschen weiter hoch und dann von da drüben wahrscheinlich wieder runter, um die Häuser herum. Ja, ein bisschen aufwärts, ist aber auch nicht schlecht. Und der Blick, der ist toll.
Parmann. Ja, vielleicht war der Herr Parmann ein Kapitän. Da unten steht etwas dran. Kunst aus Beton von Bärbel Kohlberg. Kapitän könnte er gewesen sein. Wahrscheinlich einer der Kapitäne, die hier einst lebten. Und es sind natürlich auch schöne Gebäude dabei mit reetgedeckten Dächern. Eine ganz typische Bauweise in Norddeutschland vor allem. Und dass so ein schönes Wohnviertel natürlich auch die Prominenten anlockt, ist auch klar. Also bekannt ist zum Beispiel, dass hier im Treppenviertel Otto Waalkes wohnt und Cosma Shiva Hagen, die Tochter der Sängerin Nina Hagen. So, und ich bin unten an der Elbe und am Leuchtturm, der jetzt direkt hier vorne kommt. Am Leuchtfeuer, so muss man, glaube ich, richtig sagen. Ein Leuchtturm in dem Sinne ist es ja nicht, aber ein Leuchtfeuer für die Schiffe. Auch die großen Containerriesen, die hier über die Elbe reinfahren in den Hamburger Hafen. Beim Rundumblick seht ihr sofort, ich habe euch nur einen winzig kleinen Ausschnitt des Treppenviertels Blankenese gezeigt. Ich bin einfach nur schnell runtergelaufen Richtung Elbe. Hier weht der Wind gerade ziemlich stark. Und hier ist das Leuchtfeuer. Und ich sehe gerade, Mensch, da kann man hochgehen. Werde ich gleich mal machen und mir von da oben mal den Wind um die Nase wehen lassen heute Nachmittag. Und beim wiederholten Blick auf das schöne Blankenese fragt ihr euch vielleicht genau wie ich, wo kommt denn dieser Name her? Blankenese klingt ja wie blanke Nase. Und ehrlich gesagt, das ist der Ursprung des Ganzen. Erkläre ich euch genau, wenn ich mal kurz einmal hier rumgegangen bin, damit der Wind nicht von vorne, sondern von hinten kommt. Sonst hört ihr nämlich in diesem Video heute nichts mehr außer Windgeräuschen. Also es gibt verschiedene Deutungsgeschichten für den Namen Blankenese und die am meisten vertretene Deutung bezieht sich auf eine Kombination aus zwei niederdeutschen Wörtern. Es kommt also aus dem Plattdeutschen, aus blank für unbedeckt oder glänzend und nes oder näs eben für die Nase. Und die sich daraus ergebende glänzende Nase bezeichnet eine Landzunge, die wie eine Nase vom nördlichen Ufer in die Elbe hineinragte und von den Gezeiten regelmäßig überspült wurde, sodass deren Sand dann in der Sonne glänzte. Vielleicht an so einem Nachmittag wie heute eben. Vermutlich war sie auch unbewachsen, diese glänzende Nase, und diese Landzunge, die könnt ihr nicht mehr sehen, denn sie ist bei der Burchardflut, einer verheerenden Sturmflut des Jahres 1634, komplett weggespült worden. Geblieben ist also nur der Name vom Stadtteil. Nachdem ich mich jetzt hier eine ganze Weile lang aufgehalten habe, habe ich gedacht, na, ich könnte jetzt ja schön immer an der Elbe am Sandstrand entlanglaufen bis zum Museumshafen Övelgönne. Der kommt da vorne dann, aber ich habe ganz unterschätzt, ich bin mit der S-Bahn eine Viertelstunde gefahren und ein Anwohner war gerade so freundlich und meinte, machen Sie das nicht, das sind 5 oder 6 Kilometer. Und da hat er recht, das tue ich mir heute Nachmittag wirklich nicht an, zumal es einigermaßen warm ist. Die Alternative, wie man hier wieder wegkommt, wenn man runtergelaufen ist, na, wie ist die Alternative? Man nimmt den Bus. An der Haltestelle Blankenese Fähre fährt die Linie 488. Der Mann meinte, die Bergziege soll ich nehmen, so heißt der Bus. Und ich muss mal gerade gucken, wann da einer fährt und ob da einer fährt. Ja, 18.38 Uhr, wenige Minuten. Den nehme ich und damit fahre ich dann wieder hoch Richtung Blankenese zum Bahnhof. So, eigentlich wollte ich mit der S-Bahn Richtung Landungsbrücken fahren und da aussteigen und ein bisschen Schiffe gucken am Abend, aber ich war so konzentriert während der Fahrt mit dem Blick auf meine Kamera, um das bereits gedrehte Material zu sichten und zu prüfen, ob technisch alles okay ist, dass ich schlicht und ergreifend versäumt habe, gerade eben an den Landungsbrücken auszusteigen. Naja, das ist jetzt die Haltestelle Stadthausbrücke. Das ist auch nicht schlecht, weil von da komme ich auch zu den Landungsbrücken. Ist nur ein paar Meter weiter und dann gucken wir mal, ob es da Schiffe zu sehen gibt Richtung Sonnenuntergang. Ich sage euch, das ist wirklich wunderschön, wenn man durch Hamburgs Gassen und Straßen läuft. Immer wieder hört man die Möwen rufen, vor allem wenn man Richtung Wasser kommt, so wie ich gerade. Und das ist ein Geräusch, was ich total gerne mag. Thank you.
Und siehe da, schon bin ich am Hafenrand an den Landungsbrücken. Genau genommen ist hier drüben die Überseebrücke. Und sobald ich ganz oben bin, kann ich auf den Hafen blicken und mir Schiffe im Sonnenuntergang heute Abend anschauen. Ist ja wirklich traumhaftes Wetter. Ich habe heute echt Glück gehabt. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt in diesem Video. Die nächsten Tage wird das wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen mit Hamburg. Aber auch bei schlechtem Wetter gibt es ja schöne Dinge, die man hier besuchen und anschauen kann. Nicht nur im Hamburger Hafen, sondern in der ganzen Stadt. Zum Beispiel das Miniaturwunderland, das ich allerdings nicht auf meiner Liste stehen habe, ehrlich gesagt. Und damit mir am Schluss bei diesem Video keiner nachsagen kann, dass ich ja keine typischen Hamburg-Ziele besucht habe, mache ich das natürlich auch. Hier am Sandtorhafen bin ich gerade und gegenüber, was steht da? Ganz klar, die Elfi, die Elbphilharmonie. Und man sieht, oben sind Leute, das heißt, da ist also offen und ich komme da jetzt noch hoch. Und dann gibt es einen schönen Blick nochmal runter auf den Hafen. Und wenn ich Glück habe, bleibt die Sonne noch ein bisschen und ihr könnt das dann auch sehen von dieser Stelle aus. Der Besuch der Elbphilharmonie Plaza, also der Aussichtsplattform wohlgemerkt, der ist nach wie vor kostenlos. Man muss unten am Eingang ein Ticket ziehen, da steht dann auch die Uhrzeit drauf und das kostet nichts. Die Stadt Hamburg wollte, dass es was kostet. Es gab die Idee, das hier für so ein paar Euro zugänglich zu machen für die Touristen, aber hat sich nicht durchgesetzt und die Stadt Hamburg hat dann versprochen, die Elbphilharmonie bleibt für alle kostenlos. Also wenn ihr hier seid, einfach hingehen, Ticket ziehen und hochfahren und dann den tollen Ausblick genießen. So, und hier ist irgendwo der Ausgang. Oder warte mal, hier war das, glaube ich. Genau. Da geht es eben in den Außenbereich. Das ist deswegen abgesperrt, weil hier oben der Wind ja doch also wirklich ganz ordentlich pfeift mitunter. Und drinnen soll man davon natürlich nicht so viel mitkriegen. Vor allem nicht, wenn man zu den Konzerten geht, weil da ist nämlich auch der Eingang an dieser Stelle zum kleinen und zum großen Saal. Ach ja, das ist toll. Hat sich gelohnt, doch noch eben hier hochzugehen. Der erste Tag in Hamburg endet gerade mit einem Gang über den steinernen Orientteppich hier auf der Wilhelminenbrücke. Bei dieser Gelegenheit schöne Grüße von der Polizei. Das ist die Polizeiwache aus der ZDF-Serie Notruf Hafenkante und gegenüber ist das in der Serie sogenannte Elbkrankenhaus. Aber dass das kein Krankenhaus ist, das wissen die aufmerksamen Zuschauer von Würzburg Fotos, denn in meinem letzten Video aus Hamburg im vergangenen Jahr war ich in diesem roten Gebäude drin. Das ist das Slohmann-Haus, ein altes Kontorhaus. Und falls ihr euch noch erinnern könnt, da wollte ich unbedingt Paternoster fahren und das war das Gebäude, in dem der Paternosteraufzug nicht funktionierte. Ist also wirklich kein Krankenhaus. So, ich nehme jetzt die nächste Hochbahn, dann fahre ich in die Stadt und besorge mir was zu essen. Ich habe nämlich einen Bärenhunger, bin heute auch genug gelaufen, glaube ich. Über 12.000 Schritte zeigt mein Schrittzähler. Boah, ich könnte mir vorstellen, das wird die nächsten Tage noch ein bisschen mehr werden und bin sehr gespannt, was sich dann so ergibt und was ich euch in meinem Video in den nächsten Tagen in Hamburg noch so zeigen kann. Und das ist mein zweiter Tag in Hamburg, der Mittwoch. Kurz nach 11 Uhr ist es. Bis gerade eben um 10 Uhr war ich noch im Hotel und habe schön gefrühstückt. Da gab es ein reichhaltiges Buffet mit allem, was man sich nur vorstellen kann.
und echte frische Brötchen, nichts Aufgebackenes. Richtig gute Qualität, zeige ich euch aber nicht im Video, weil ich will da nicht mit der Kamera rumlaufen, wenn andere Leute am Essen sind. Das passt irgendwie nicht, könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Ja, vom Wetter heute durchaus ein bisschen bewölkt und ab und zu fallen ein paar Regentropfen. So typisches Hamburger Schmuddelwetter, würde ich mal sagen. Da muss man mit leben, wenn man nach Hamburg kommt. Und es gibt hier genug Dinge, die man tun kann, auch wenn das Wetter nicht toll ist. Viele Museen zum Beispiel, die man besuchen kann, das habe ich noch vor. Zumindest ein Museum möchte ich mir anschauen. Und ansonsten natürlich auch meine Tante besuchen, wenn ich in Hamburg bin. Und das werde ich jetzt machen. Jetzt gibt es erstmal einen Spaziergang um die Alster und da vorne geht es dann runter in die U-Bahn. Das ist wieder die Station Wandsbek Markt, an der ich in jedem Jahr aussteige, wenn ich meine Tante besuche. Und wie in jedem Jahr und in all meinen Hamburg-Videos aus den vergangenen Jahren an dieser Stelle brauche ich jetzt ein paar Blümchen, die ich ihr mitbringen kann. Und der Blumenladen, ja wie schön, er ist noch da. Da vorne rechts auf der Seite, da kriege ich schöne Blümchen. Na, guck mal einer an, da wird doch was für mich dabei sein. So, die Buslinie 23 habe ich diesmal auf Anhieb gefunden. Das letzte Mal bin ich in die falsche Buslinie eingestiegen letztes Jahr und bin ganz woanders hingefahren. Aber diesmal hat es geklappt. Schöne Blumen habe ich auch bekommen. Ich kann sie euch leider nicht zeigen, sie sind eingepackt. Und was Süßes für einen Kaffee gibt es auch noch. Wunderbar, jetzt kann es losgehen. Ich freue mich auf den Besuch meiner Tante, die wie immer nichts davon weiß. Es ist eine Überraschung und die hat bis jetzt immer gut geklappt und ist immer gut gelungen. Und mittlerweile bin ich im Untergeschoss des Hamburger Hauptbahnhofs auf der Suche nach meiner Anschlussbahn. Ich brauche jetzt eine S-Bahn und die fährt dann mit mir hoffentlich in Richtung Vettel zum Auswanderermuseum auf die Vettel. Da möchte ich unbedingt mal hin. Ich muss nur finden, wo der entsprechende Weg ist und wo die Bahn abfährt. Wie ihr seht, im Hauptbahnhof ist wie immer viel los. Viele, viele Menschen. Ich glaube, der Zugang, der ist hier unten und die fährt unten am Bahnsteig. Ja, genau, da oben steht schon S31 Richtung Neugraben. Ja, das ist dann hier unten. So, ich habe den Sprung über die Elbe gemacht mit der S-Bahn und bin jetzt auf der Vettel, nicht im Stadtteil Vettel, sondern auf der Vettel, denn es ist eine Insel. Wenn man sich es bei Google Earth anschaut, kann man sehen, wie es von Wasser umgeben ist und deswegen sagt man eben auf der Vettel. Genauso wie man auch sagt, auf der Uhlenhorst und nicht in Uhlenhorst. Das ist auch ein Stadtteil in Hamburg, der auch eine Insel ist sozusagen. Und man sieht hier auch Vettel in Klammer Ballinstadt. Und die Ballinstadt ist das Auswanderermuseum, was, glaube ich, sehr interessant anzuschauen ist. Wollte ich mir schon lange mal angucken. Ich weiß ja, ich habe viele Zuschauer außerhalb Deutschlands, viele in Amerika. Das sind natürlich viele von euch, die irgendwann Deutschland verlassen haben in den letzten Jahrzehnten. Aber manche sind vielleicht auch dabei, deren Vorfahren schon ausgewandert sind. Und die sind sehr wahrscheinlich hier über Hamburg ausgewandert oder Bremerhaven. Und um die Geschichte dieser Leute geht es eben in diesem Auswanderermuseum, das ich mir ja schon lange mal unbedingt anschauen wollte. Hier drüben ist der S-Bahnhof, von dem ich gerade komme. Man geht einfach über den Parkplatz und dann ist es hier, das Auswanderermuseum. Ist also wirklich bloß ein Katzensprung, kann man ganz einfach mit der S-Bahn erreichen. Und hier gibt es schon einige Tafeln mit Bildern, die über die Menschen erzählen, die eines Tages das Land verlassen haben, auf der Suche nach ihrem Glück vor etwas über 100 Jahren. So sahen die Menschen damals unter anderem aus. Das größte Gasthaus der Welt heißt es hier.
Na, das war wohl diese Ballinstadt gewesen, denn für die ganzen Menschen musste gesorgt werden, wenn sie hier ungefähr eine Woche lang sich aufhielten. Das ist der erste Raum, der über die Menschen erzählt, die kontrolliert wurden, gesundheitlich, wenn sie ankamen in Hamburg, die versorgt wurden in der Zeit, in der sie warteten. Überall kann man diesen Schriftzug sehen. Mein Feld ist die Welt, steht hier über der Tür in diesem Raum. Und es sind sehr, sehr großformatige Bilder auch dabei, wie zum Beispiel hier. Und da steht der Text. Einer sagt, pfui Teufel, wie das Pack stinkt. Andere sind sehr freundlich und sprechen Russisch, Polnisch, Ungarisch oder Hebräisch. Für all die Menschen eben, die von hier das Land verließen. Der Schreibtisch mit original altem Telefon. Hier übrigens mal auch eine Skizze nochmal. Die zeigt, wie groß die ganze Anlage ursprünglich war. Und ein Foto, das auch zeigt, was hier los war und wie viele Menschen sich auf die Reise gemacht haben ab dieser Stelle. Auch hier nochmal großformatige Fotos. Ja, und so kamen die Auswanderer dann an mit ihrem Bollerwagen und ihrem Hab und Gut in irgendwelchen Köfferchen und Kisten, lebten dann für eine Woche in der Ballinstadt und machten sich auf die Reise. Und fuhren dann natürlich mit dem Schiff. Und wie so eine Schiffskabine aussah, vielleicht sogar eine der besseren, würde ich behaupten, kann man hier sehen, denn hier ist eine nachgebaut. Und da sieht man auch schnell, wie beengt sie ist. Da ist nicht viel Platz drin. Und da muss man es dann für eine Woche oder wie lange auch immer aushalten, solange wie eben die Überfahrt bis nach Amerika dauerte. Das war sicherlich kein Vergnügen. So, die ersten beiden Hallen habe ich verlassen, da komme ich nachher nochmal zurück. Insgesamt sind es 3 solche Blöcke mit Hallen und das sind alles Wiederaufbauten, rekonstruiert, sehen also wohl aus wie vor 120 Jahren ungefähr. Und damals waren es noch wesentlich mehr an dieser Stelle gewesen. Auf dem ganzen Platz hier standen rund 30 Hallen für die Auswanderer, die nicht nur aus Deutschland, sondern aus ganz Europa kamen. Das erste, was sie tun mussten, sie wurden hier einquartiert und wurden medizinisch untersucht und mussten alleine schon mal 5 Tage bleiben, um auszuschließen, dass sie die Cholera haben, wegen der Inkubationszeit. Cholera war damals ein großes Thema. Viele Menschen sind dabei ja gestorben, vor allem hier in Hamburg, auch in meiner Verwandtschaft. Meine Urgroßmutter, glaube ich, war es, die auch bei der Cholera in Hamburg starb. Ja, und dann ging hier alle paar Tage ein Schiff. Also 2-mal die Woche gab es eine Passage nach Amerika. Und ich sehe schon hier durchs Fenster ein riesengroßes Schiff. Und da werde ich jetzt mal reingehen und mir das angucken, denn die Ausstellung ist über mehrere Hallen verteilt. So. Und um von Haus zu kommen, braucht man seine Karte. Die scannt man dann ein. Genau. Und jetzt kann man durchs Drehkreuz und ist gleich im nächsten Teil der Ausstellung, die wirklich, so wie ich das jetzt im Moment sehe, sehr interessant gemacht ist. Viele Zahlen, viele Fakten, viele historische Bilder. Wow. Und das hier, oh, sieht ja schon mal toll aus. Ein riesengroßer Schiffsnachbau. Was allein das für eine Arbeit sein muss, so ein Schiff zu bauen, im Modell, muss gigantisch sein. Und auf solchen Schiffen haben die Leute dann die Überfahrt gemacht. Segelschiffe, die Segel kann man da oben natürlich auch noch sehen, im Modell. Ich gehe gleich mal weiter in den nächsten Raum. Es geht jetzt nicht nur hier um die Auswanderer, die damals das Land verlassen haben, sondern das Thema Migration und Immigration ist allgemein ein Thema dieser Ausstellung. Auch da wieder das Modell eines Schiffs. Oh ja. Und so sah das dann unter Deck aus. Um Gottes Willen. Ich hoffe, man kann das ein bisschen erkennen, wie eng das ist. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie es da drin gestunken haben muss mitunter. Es war bestimmt alles andere als schön. Da hinten läuft auch ein Text in englischer Sprache, denn da kommen natürlich sicherlich auch viele Leute aus dem Ausland her, um sich das anzugucken, die Geschichte ihrer Vorfahren. Und das ist natürlich mal toll gemacht hier, ne? Das ist das Schiff von draußen, was ich gerade schon gesehen hatte, das tatsächlich im Wasser drin ist.
Und das Schiff kann man jetzt besuchen. Oder diesen Nachbau. Ja, auch hier wieder viele Koffer. Toll gemacht mit der Beleuchtung. Ein Pferd. Hat man das etwa mitgenommen? Nee, das hat man bestimmt nicht mit. Oh Gott, es bewegt sich. Ich habe mich erschrocken. Ich habe gedacht, das wäre echt. Für einen kurzen Moment. Nein, du bist nicht echt. Ich weiß. Oh Mann. Wie einfach die Menschen früher gekleidet waren. Finde ich auch immer interessant zu sehen. Im Vergleich zu heute, was wir heute für einen Aufwand betreiben wegen Klamotten. Wie oft wir unsere Klamotten wegwerfen, weil sie nicht mehr modisch sind. Also ich nicht, aber manche machen das ja. Und damals war man froh, wenn man überhaupt was anzuziehen hatte und wenn es warm war. Tja, und da geht es dann ganz offensichtlich ums gelobte Land. Den amerikanischen Traum, the American Dream, next exit, da oben steht's. Welcome to America, now speak English. Oder Kanada, da gingen auch manche sicherlich hin. Was haben wir hier? Der Raum der Vorschriften und Chancen, um die es ging. Also es ist toll, muss ich sagen. Tolle Ausstellungsstücke. Ein bisschen viel Koffer, finde ich jetzt im ersten Moment. Es stehen doch sehr, sehr viele herum. Aber gut, es soll natürlich auch zeigen, wie viele Koffer den Weg über den großen Teich gemacht haben. Hier gibt es Leute, die darüber berichten, German Heimat, über das Projekt. Und da drüben, habe ich gesehen, sind auch Ohrhörer. Da erzählen wahrscheinlich Amerikaner über ihre Vorfahren, die aus Deutschland kamen. Und es sind ja viele in Amerika, die ihre Vorfahren in Europa haben. Also der aktuelle amerikanische Präsident Joe Biden hat seine Vorfahren in Irland. Donald Trump hatte sie in Deutschland, wie man weiß. Und auch John F. Kennedy hatte seine Vorfahren in Irland. Alles Leute, die kamen auf der Suche nach dem großen Glück. Genau, und jetzt geht's hier wieder raus. Und dann weiter zum nächsten Haus. Und da geht's dann auch um den Albert Ballin, den Mann, der gutes Geld verdient hat mit den Auswanderern, aber ihnen eben auch ermöglicht hat, dass alles geordnet und gesittet sozusagen über die Bühne geht und dass es funktioniert. Auch hier der Schriftzug, mein Feld ist die Welt. Und das ist er, der Albert Ballin. Und wahrscheinlich ist das hier eine Couch aus seinem Büro. Ein historischer Schreibtisch, die schönen alten Stühle. Albert Ballin im Spiegel der Zeit. Na, da drücken wir doch mal gucken, was passiert. Da haben wir Schauspieler, die Albert Ballin nachspielen und über ihn erzählen. Schön. So, wo kommen wir hin? Ja, hat jetzt nichts mit Auswanderei zu tun. Es ist zurzeit hier auch eine Sonderausstellung zu sehen, der Sesamstraße. Die wird ja seit Anfang an, seit den 70er Jahren in Hamburg produziert, im Original. Es ist eine Sache vom amerikanischen Fernsehen, die übernommen wurde. Und seit 50 Jahren gibt es die Sesamstraße jetzt und die wird in Hamburg, im Studio Hamburg produziert. Und es sind viele Original-Puppen dabei, die man hier angucken kann. Wen haben wir denn hier? Guck mal, die ist doch niedlich. Drüben hatte ich gerade eben schon das Krümelmonster gesehen. Da gehe ich nachher noch mal hin. Das gucken wir uns dann auch noch an. Aber jetzt geht's erstmal rüber in die nächste Halle. Und ein ganz kurzer Blick geht noch in Haus Nummer 3. Das ist die Gastronomie und der Museumshop. Da braucht man dann keine Karte. Da kann man wahrscheinlich einfach so reingehen, oder? Genau, ja, also da fühle ich mich natürlich jetzt nicht rein. Hier sitzen Leute, die beim Essen sind. Das kann man da vielleicht so ein bisschen sehen. Da kann man also was essen gehen. Und bekommt so ein paar Sachen, die man sich vielleicht noch zum Mitnehmen kaufen kann. So, hier kann man
einige der Puppen sehen, die gerade nicht hinter Plexiglas stehen, weil hier gerade selber Filmaufnahmen gemacht werden. Und deswegen kann man das Krümelmonster, die echte Originalpuppe, mal ganz nah sehen. Das ist das echte Krümelmonster, das extra hier ausgestellt wird, neben vielen anderen Exponaten. Sehr interessant zu sehen. Die Ausstellung zu 50 Jahre Sesamstraße. Hier oben zum Beispiel der Schauspieler Dirk Bach, der ja viele Jahre auch mitgewirkt hat in der Sesamstraße. Sein Kostüm, was er verwendet hat. Samson als Figur leider nur, das Original natürlich nicht. Warum Samson immer so tapsig läuft, dafür gibt es übrigens, glaube ich, auch eine ganz gute Erklärung. In der Nase der Figur befindet sich ein kleiner Fernseher für den Schauspieler, der in der Figur ist, damit er überhaupt was sieht. Sonst würde er ja gar nicht sehen, wo er ist, weil durch das Fell hindurchgucken, das geht nicht. Und wahrscheinlich läuft er deswegen so tapsig. So, und das war schon mein Besuch in der Auswandererstadt hier auf der Vettel. Ungefähr eine Stunde war ich jetzt in den Hallen drin gewesen. Und dass die Sesamstraße 50 Jahre hier mit einer Ausstellung feiert, war ein nettes Gimmick noch dazu. Ansonsten muss ich sagen, 13 Euro hat der Eintritt gekostet. Das finde ich ist ganz schön happig für das, was gezeigt wird. Nicht, dass es uninteressant ist oder wenig, aber ja, für Museum ist es schon ganz ordentlich. Ich kann nur empfehlen, die Hamburg-Karte dabei zu haben. Die hatte ich dabei und damit habe ich dann nicht 13 Euro bezahlt, sondern 10,40 Euro. Und ja, das geht dann schon, finde ich. Also da ist dann aber auch die Schmerzgrenze erfüllt. Trotzdem sehr, sehr interessant. Ja, und wenn ihr mal in Hamburg seid, auf der Vettel, dann guckt euch das Auswanderermuseum an. Ist auf alle Fälle sehr sehenswert und lehrreich. So, das ist wieder der Jungfernstieg und hier muss ich umsteigen in die U1, die zum Stephansplatz und damit Richtung Hotel führt. Ja, liebe Leute, das, was man jetzt gerade erlebt, nennt man Hamburger Schiedwetter. Aus dem Nichts heraus fängt es richtig heftig an zu regnen. Ich habe keinen Regenschirm dabei, werde gerade schön nass und bin sehr, sehr froh, dass ich nur noch wenige Minuten habe, wenige Meter besser gesagt, bis zum Hotel. Boah, das haut aber jetzt runter wie nichts Gutes. Mann, 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 Mann. Das hätte es jetzt heute nicht mehr gebraucht. Boah, die ganze Kamera, alles wird nass. Es ist der Donnerstag. Einen schönen guten Morgen aus dem Hotel Basler Hof in Hamburg. Ich mache das Fenster gerade mal zu, denn die Straße ist sehr laut. Gestern, als ich mit der U-Bahn gefahren bin, hatte ich euch gesagt, ich zeige euch ein schönes Treppenhaus. Leider bin ich dann beim Aussteigen aus der Bahn von einem heftigen Regenschauer überrascht worden. Ich war komplett durchnässt, meine Klamotten, alles. Heute packe ich den Regenschirm ein, den hatte ich die anderen Tage nicht dabei und zeige euch das schöne Treppenhaus, was ich meinte, jetzt nicht nur eins, es gibt so unglaublich viele davon in Hamburg zu sehen. Mal kurz in der Tasche überspannen und dann geht's los und man kann das Haus, das ich euch zeigen möchte und das Treppenhaus von hier sogar sehen, denn es ist das Nachbargebäude, unglaublich, hatte ich zufällig festgestellt, als ich mich zu Hause auf dieses Video vorbereitet hatte und dachte, Moment mal, ist doch die gleiche Straße, in der auch das Hotel ist. Und hier kann man das historische Gebäude sehen, über 100 Jahre alt. Und da ist ein tolles Treppenhaus drin, das gucken wir uns jetzt an. Vom 6. Stock geht es mit dem Aufzug runter ins Erdgeschoss, durch die Lobby, dann aus dem Haus raus und gleich wieder rechts rein. Wirklich das Nachbarhaus ist es. Und das ist genau genommen der Esplanadenbau, so steht es hier dran. Kann sich von euch noch jemand an die Autofirma Adler erinnern? Das war mal eine richtig große Nummer in Deutschland vor 100 Jahren. Die Adlerwerke waren in Frankfurt am Main zu Hause. Und hier in Hamburg, an der Esplanade, hatten sie ihre Hamburger Dependance eingerichtet. In diesem herrschaftlichen Gebäude, mit diesem großartigen Treppenhaus. Hier gab es hundertprozentig, da bin ich mir ganz sicher, einen Paternosteraufzug. Weil wenn man sich das hier anschaut, dann sieht man schon, das waren offensichtlich mal die zwei
Paternoster-Kabinen gewesen, die inzwischen leider nicht mehr da sind. Dafür gibt es einen normalen Aufzug. Und mit dem kann man ganz hochfahren in den fünften Stock. Es ist heute irgendwie ein ganz normales Bürogebäude. Da sind unterschiedliche Firmen hier drin. Tada! Die Details sind super, Leute. Bundespost. Kann man seine Briefe einwerfen bei der Bundespost. Schön, dass sowas erhalten ist. Man hätte das natürlich auch überpinseln können und schreiben können, Deutsche Post oder gar nichts schreiben. Aber nein, man hat es gelassen. Und das ist schön. Sehr schön übrigens auch diese Kacheln, wie im alten Elbtunnel. Typische Motive für Hamburg. Im Elbtunnel, die ganzen Fische, die dort angezeigt werden und die ganzen Meerestiere, sind wirklich Tiere, die seinerzeit vor über 100 Jahren, als der alte Elbtunnel gebaut wurde, tatsächlich in der Elbe vorzufinden waren. Und jetzt geht's weiter. Ich nehme wieder den Aufzug nach unten und dann ein paar Häuser weiter, denn da ist gleich das nächste tolle Haus. Zufällig sind gerade hier in der Nähe meines Hotels einige davon. Ja, direkt hier am Stephansplatz ist die alte Oberpostdirektion, so kann man es oben sehen. Wegen seiner Protzigkeit und Wucht des Baus, sieht ja aus wie ein Palast, wurde das in Hamburg auch schnell als Postpalast bezeichnet. Und wenn man sich vorstellt, dass das einfach früher die Post war, ist das wirklich ein ganz enormes Gebäude. Das seht ihr jetzt gleich, wenn man reinkommt. Einfach wirklich schön zu sehen. Und Post ist da natürlich schon lange nicht mehr drin, also schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Es ist umgebaut. Da sind heute alle möglichen Arztpraxen drin, Fitnessstudios und so weiter und so fort. Ich mache mal ganz kurz die Linse meiner Kamera sauber, damit ihr wieder was seht. So, ich glaube, da waren schon wieder Regentropfen drauf. Ja, also stellt euch einfach vor, ihr wollt mal kurz zur Post gehen und einen Brief aufgeben und landet in diesem wahnsinnigen Gebäude. So Treppen wie das hier und so, das ist natürlich alles modernisiert worden. Und eine Apotheke und ein Café im Innenhof waren hier natürlich ursprünglich auch nicht drin. Ne? Also das ist das, was man eben aus diesem schönen Gebäude gemacht hat. Ganz toll. Auch hier sind noch ganz viele Details erhalten. Wie zum Beispiel, ja, so schön verzierte Säulen. Und auch sehr hübsch ist der Innenhof an dieser Stelle. Man kann hier trockenen Fußes entlang laufen und hat einen Lichthof und einen Turm. Da war wahrscheinlich mal Treppenhaus drin ursprünglich. Heute ist ein Aufzug drin. Und sieht einfach großartig aus. Also das gefällt mir sehr gut. Das Understatement in Hamburg für Renovierung alter Gebäude gefällt mir sehr gut. Also ich habe hier bis jetzt selten Dinge gesehen, wo es einfach überhaupt nicht passt oder wo es nicht schön geworden ist. Ne? Das waren hier früher sicherlich alte Arbeitshallen gewesen. Auch da sind heute Firmen drin. Da sieht man schon, alles ist hier mit Stahlträgern gebaut. Das Ganze, die alte Oberpostdirektion, ist errichtet worden in der Zeit zwischen 1883 und 1887. Da oben zum Beispiel, weiß ich, ist ein Fitnessstudio drin, habe ich schon mal gesehen, als ich hier war. Und ich stand vor ein paar Jahren mal da oben auf der Balustrade und habe ein Foto gemacht von dieser Halle, das dann so aussah. Ja, und diese alte Oberpostdirektion war die größte Zeit seines Lebens der Arbeitsplatz meines Großvaters. Der war bei der Post beschäftigt und ging hier zum Arbeiten rein. Ich habe ihn leider nicht kennengelernt, denn er ist bereits vor meiner Geburt gestorben. Aber aus der Erzählung meiner Mutter kenne ich eben diese Geschichten, dass er hier im Gebäude gearbeitet hat. Was der wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass da schon lange keine Post mehr drin ist und alles Mögliche heute. So, an der Seite, Stephansplatz 1, muss noch ein wunderschönes Treppenhaus sein. Nämlich das hier, was man direkt jetzt sieht, fängt total harmlos an. Aber wie so häufig,
Liebe Leute, der Blick nach oben, der macht den totalen Unterschied. Hui, großartig, einfach schön. Die Navigation auf meinem Handy ist ganz witzig. Google sagt immer, ich soll in die ABC-Straße abbiegen. Ich glaube, sie meinen die ABC-Straße. Und das ist die hier. Vielleicht wollte mich Tante Google vorbeilotsen bei sich selber und sagen, hey Christoph, 100 Metern links abbiegen auf Gorch-Fock-Wall, Ring 1. Bla bla bla. Vielleicht wollte Tante Google mich einladen und sagen, komm mal bei mir vorbei, Christoph, guck mal, hier bin ich doch. Hier bin ich, hier ist Google, hier ist YouTube. Oh, das ist kein Gehweg, sagt der Schutzmann. Da hat er natürlich recht. Puh. Polizist macht eine Ansage über Lautsprecher, weil ich auf der Straße laufe, aber hat natürlich recht. Ne? Also, ich wollte das nur kurz sagen. Hier ist Google, hier ist YouTube, hier ist Google Maps, hier ist all das zu Hause. Da oben ist das Google Entwicklungslabor, Zukunftswerkstatt oder wie auch immer das heißt. Hier residiert Google Deutschland. Unter anderem in München haben sie auch noch ein Büro. So, und das ist ja schon der Brahmsplatz. Zum einen hier mit der Leisthalle. Und zum anderen mit dem Brahms-Kontor, auch so ein Bau aus den, ich würde mal ganz spontan sagen, 20er Jahren. Auch wieder so ein schöner Klinkerbau und auch der hat ein tolles Treppenhaus. Ja, liebe Leute, hier befinden wir also uns in einem Architekturstil der Weimarer Republik. Draußen dran habe ich eine Jahreszeitenangabe gefunden, 1920 errichtet. Und dieses Gebäude gilt als vorbildlich in Bezug auf die Architektur dieser Weimarer Republik. Jetzt muss ich mal gucken, wo das tolle Treppenhaus ist, wobei natürlich auch schon dieser Eingangsbereich hier faszinierend ist. Also sieht auch toll aus, finde ich, von den Farben her. So, ich wurde jetzt gerade in den 10. Stock geschickt, bin mit dem Aufzug hier hochgefahren, letzte Etage. Der Ausblick ist schon mal toll, man guckt durch die Fenster bis vor zum Hafen und man erahnt schon, dass auch das Treppenhaus wieder großartig ist. Und wir blicken einfach mal über die Treppe nach unten in die Spindel, am besten von hier drüben, da kommt die Symmetrie am besten rüber. Jawohl, toll. Auch das wirklich sehr, sehr sehenswert. Und was mir gerade auffällt, die Fenster, die hier zu sehen sind, jedes ein einzelnes Fenster. Und die gehen ohne Unterbrechung von hier oben vom 10. Stock bis runter ins Erdgeschoss. Da könnte man sich mal wieder die Mühe machen und die Fenster zählen. Es müssen so unglaublich viele sein. Wahnsinn. Also auch das. Ein großartiges Stück Architektur in den bunten Farben. Ganz anders als die anderen Gebäude, also sehr sachlich, finde ich. Aber durch die blauen Treppengeländer mit dem Messinghandgriff und die bunten Kacheln am Fußboden wirkt das alles ganz anders und viel freundlicher. Also das, wie gesagt, ist die Architektur der Weimarer Republik. Der Stil dieser Zeit, 1920 war das. So, das letzte Stückchen habe ich mir gedacht, kann ich laufen vom ersten Stock ins Erdgeschoss. Aha, hier ist das Treppenhaus als solches gar nicht mehr zu sehen, sondern da ist es versteckt. Aber auch da kann man sehen, ist schön gestaltet und lichtdurchflutet. Hat was. Und die Lampen da oben, ja, sowas ist natürlich toll. Also auch hier sind, wie in vielen dieser Gebäuden, die Details erhalten. Zum Glück gibt man auf sowas Acht und schaut, dass es auch wirklich möglichst original bleibt. Genau, und hier kommt man wieder in die Eingangshalle im Erdgeschoss. Ich teste jetzt gerade mal Virtual Reality mit Google Maps. Ihr seht also, hier ist das Bild.
Man muss die Kamera so hochhalten und dann werden einem Pfeile eingeblendet und zeigen einem im Bild den Weg, direkt eingeblendet. Funktioniert sehr, sehr gut. Toll. Noch 91 Meter, noch so und so viele Meter, dann abbiegen. Super. So, und mittlerweile ist es Donnerstagnachmittag. Gleich ist es 15.30 Uhr. Ich finde mich gerade hier an der Alster ein, in der Nähe der Gänse, die hier ein kleines Schläfchen machen, ganz offensichtlich, und vollkommen unbeeindruckt sind. Na, jetzt werden sie gerade wach. Ja, ja, ist ja gut. Alles gut. Ich bleib stehen. Ich tue euch nichts. Und an dieser Stelle starte ich jetzt gleich den Livestream. Den Gimbal mit dem Mikrofon und dem Handy darauf habe ich bereits eingespannt, kann also jeden Moment starten. Und wenn ihr diesen Livestream am Donnerstagnachmittag nicht live gesehen habt, könnt ihr euch das natürlich gerne auch noch als Aufzeichnung anschauen. Den Link zum Draufklicken blende ich euch jetzt oben rechts ein. Und ansonsten findet ihr ihn natürlich auch zum Angucken nach dem Video in der Videobeschreibung. So, und nach dem Livestream bin ich ein Stückchen mit dem Bus gefahren, über die Reeperbahn, da dann in die S-Bahn eingestiegen und bin jetzt mitten im Trubel im Feierabendverkehr am Hamburger Hauptbahnhof und will mir jetzt hier was besorgen, was noch ganz wichtig ist, was ich unbedingt noch machen möchte heute. Und in diesem Video vor allem. So, hier auf der Seite gibt es einen Laden, der nennt sich Franz & Friends. Und der verkauft die legendären Franzbrötchen, die sehr typisch sind für Hamburg und sehr lecker. Du hast den perfekten Platz. So, also ich glaube, das habe ich mir heute Nachmittag wirklich noch verdient. Einen schönen Kaffee und was Süßes. Und jetzt suche ich mir einen schönen Platz, um diesen schönen Kaffee und die schöne Süßigkeit zu essen und euch dabei etwas über die Süßigkeit und ihre Geschichte und Entstehung zu erzählen. Das wiederum ist eine sehr interessante Geschichte aus und über Hamburg. Und den Platz, den ich mir für meine Geschichte ausgesucht habe, ist der Platz, der wahrscheinlich wie kein anderer für die Stadt Hamburg steht. Im Herzen der Stadt ist hier der Domplatz. Hier stand einmal der Hamburger Dom. Warum er nicht mehr steht und das hier nebenbei bemerkt, auch die Hammerburg ursprünglich stand, also die Burg, die der Stadt Hamburg ihren Namen gegeben hat, sind ganz andere Geschichten. Über den Hamburger Dom sei nur zu sagen, so heißt heute das Volksfest in Hamburg, das danach benannt wurde. Und an den Dom erinnern diese weißen Kisten, die hier überall als Sitzgelegenheiten herumstehen, denn diese Kisten symbolisieren den Standort der einstigen Säulen, die das Kirchendach gehalten haben. Es sind also sehr viele von diesen Kisten und wenn man sich das anschaut auf dem Platz hier, kann man dann auch ungefähr erkennen, wie groß der Hamburger Dom einst gewesen sein muss. Was manche vielleicht von euch nicht wissen, ist die Tatsache, dass Hamburg mal eine ganze Zeit lang französisch war, und zwar zwischen 1806 und 1814. Im Jahr 1811 wurde Hamburg dann sogar direkter Bestandteil des französischen Kaiserreichs und die Stadt wurde zur Hauptstadt des Departements der Elbmündung ernannt. So sah Hamburg damals aus. Den Michel, das Wahrzeichen von Hamburg schlechthin, den gab es damals schon und jede Menge Fachwerkhäuser waren damals auch Bestandteil von Hamburg. Hamburg ist damals auf Anweisung von Napoleon zur Festung ausgebaut worden. Ein Großteil der männlichen Bevölkerung wurde damals zu Zwangsarbeiten herangezogen. Zugunsten eines freien Schussfelds sind damals zahlreiche Häuser abgerissen, alle Bäume gefällt und die Gärten verwüstet worden. 1813 sah es in der Nähe des Dammtors, also da, wo jetzt gerade mein Hotel ist, ungefähr so aus. Alleine in St. Pauli wurden mitten im Winter 900 Häuser, Buden, die Kirche und das Krankenhaus mit 800 Kranken zerstört. Zwei Drittel der Bevölkerung überlebten diese Umquartierungen nicht. Muss also wirklich schlimm gewesen sein damals. Dementsprechend hat der Wiederaufbau ab 1814 dann gleich mehrere Jahre in Anspruch genommen. Ja, und wie komme ich da jetzt darauf und was hat es mit meinem Franzbrötchen, das übrigens so aussieht und ein Hefegebäck ist, das nach Zimt schmeckt, was hat es damit zu tun?
Also aus dieser Franzosenzeit, die ja wirklich schlimm war, stammen einige Worte, die vor allem hier im Norden in den Sprachgebrauch eingegangen sind. Der französische Abschiedsgruß Adieu wandelte sich zum Beispiel über Tschüss zum heutigen Tschüss, was man vor allem hier im Norden, aber auch sonst ja sagt. Auch Ausdrücke wie die Plörre für ein dünnes und fadschmeckendes Getränk kommt aus dem Französischen. Und auch das Franzbrötchen kommt sehr, sehr wahrscheinlich auch aus dieser Zeit. Also, das ist ein Hefegebäck, so sieht's aus. In der Regel mit Zimt obendrauf und Glasur. Sehr süß, sehr lecker. Und das haue ich mir jetzt rein, weil ich habe einen tierischen Hunger. Mahlzeit. So, nach diesem kleinen Abstecher in die Geschichte der Stadt Hamburg und die Franzosenzeit mache ich mich jetzt auf den Weg zurück zum Hotel, schlender noch ein wenig an der Alster entlang und dann ist das auch schon mein letzter Tag in Hamburg. Morgen habe ich noch ein bisschen was vor und am Nachmittag um 3:30 fährt mein Zug. Mal gucken, was sich morgen dann noch so ergibt. Liebe Leute, mittlerweile ist es Freitag, Vormittag, 10:30. Ich habe jetzt gerade mein Hotel verlassen und habe noch ein bisschen Zeit. Mein Zug fährt erst um 3:30 heute Nachmittag. Was ich jetzt machen werde, ist als erstes mal nochmal meine Tante besuchen. Das zeige ich euch nicht großartig, aber ich melde mich dann, wenn ich damit natürlich nachher fertig bin. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Zeit, so allgemein durch die Stadt zu geistern und mir die ein oder andere Sache anzugucken. Einige Stunden weiter bin ich inzwischen mit der Hochbahn in die Stadt gefahren, hier zum Meßberg. Da bin ich mitten im Kontorhausviertel und ich habe immer noch genug Zeit, bis mein Zug abfährt und habe gedacht, jetzt kann ich mir auch noch mal schöne Häuser angucken. Das zum Beispiel, das Gebäude hier ist der sogenannte Meßberghof und auch der ist vom Inneren sehr, sehr sehenswert. Und hat ein tolles Treppenhaus und einen tollen Eingangsbereich. Der sieht schon mal super aus. Und eine richtig tolle Lobby. Auch hier ist die Zeit stehen geblieben. Wie an so vielen Stellen in Hamburg. In den ganzen alten Häusern. Mit den tollen Treppenhäusern. Die Speicherstadt als Besuchsziel habe ich dann jetzt doch ausgelassen, zumal ich da ja auch gestern mit dem Livestream kurz unterwegs war. Jetzt bin ich hier auf der Trostbrücke, hier ein weiteres schönes historisches Gebäude. Darin ist die Patriotische Gesellschaft von Hamburg. Und in diesem Gebäude hier, auch ein schönes altes, befindet sich ein weiterer Paternosteraufzug. Und ich wurde so oft angesprochen, nach dem Video aus dem vergangenen Jahr mit dem Paternosteraufzug und der Fahrt und wurde so oft gefragt, wo es denn ansonsten noch welche gibt. Also hier zum Beispiel in diesem Gebäude ist einer. Und auch hier wieder ein wunderschönes Treppenhaus. Mit tollen Figuren. Und einem schönen Innenhof mit Lichthof. Ganz toll. Und hier ist der Paternoster. So, mal gucken. Die erste Möglichkeit nehme ich und das ist die hier. Upsala. Etwas wackelig. Und schon geht's los. Ja, Licht haben die nicht reingemacht in die Paternosteraufzüge. Es ist echt stockduster da drin. Aber dafür schön und schön langsam, gemütlich geht's hoch. So, da stand jetzt gerade hier aussteigen. Das mache ich natürlich nicht. Ich bin ja Abenteurer und will wissen,
wie es ist ganz oben. Es wird lauter und lauter. Oh oh. Ich halte mich mal hier rechts am Messinggriff fest. Oh oh oh. Da ist die Kette. Faszinierende Technik von vor über 100 Jahren. So. Und aussteigen in der vierten Etage. Alleine solche Schilder hier sind doch schon großartig, oder? Damit man immer weiß, in welcher Etage man ist. Ja, und an dieser Stelle kann man auch mal ganz gut sehen, wer in solchen Häusern drin ist. Reedereien, die ihre Schiffe verwalten und die Fracht verwalten und organisieren, dass die Waren mit den zig Millionen Containern jedes Jahr um die Welt transportiert werden und bei uns in Deutschland landen. Das meiste kommt ja in Hamburg an und wird von hier weiter verarbeitet und weiter versendet. Und los geht's. Jawohl. Es ist echt gewöhnungsbedürftig mit dem Einsteigen. Also ich würde sagen, nicht unterschätzen so ein Paternoster. Es ist auch ein guter Grund, warum die heutzutage ja nicht mehr erlaubt sind und nicht mehr gebaut werden dürfen, weil sie einfach gefährlich sind in gewisser Weise und ganz wichtig, alles andere als barrierefrei. Früher, als das hier gebaut wurde und als das modern war, hatten Rollstuhlfahrer schlicht und ergreifend Pech. Die kamen nie in die oberen Etagen irgendwelcher Gebäude. Leute, die an Krücken gingen, ebenfalls nicht, weil du kommst hier nicht schnell genug rein und nicht raus. Waren eben andere Zeiten. Damals hat man noch nicht an Barrierefreiheit gedacht. Und ja, vielleicht waren die normalen Aufzüge in dem Sinne auch noch nicht erfunden. Und deswegen gab es eben nur die Paternosteraufzüge. Bis dann irgendwann die normalen Aufzüge, wie wir sie heute kennen, ganz regulär eingeführt wurden. Hier aussteigen, das machen wir. Achtung und zack, schon bin ich wieder unten. Also wirklich, was für ein schönes Gebäude, was für ein schöner Abschluss für meinen Hamburg-Besuch. So, das ist Hamburg Hauptbahnhof im Freitagsnachmittagstrubel. Hier ist wirklich die Hölle los, mein lieber Schwan. Aber ich muss hierher, denn hier fährt mein Zug ab. Ich war zwischenzeitlich natürlich noch im Hotel, habe mein Köfferchen geholt. Jetzt werde ich mir noch was zu trinken besorgen für die Fahrt unterwegs und vielleicht ein bisschen was zu essen. Und dann geht's runter an den Bahnsteig. Jetzt muss ich erstmal auf der Tafel gucken, an welchem Gleis mein Zug überhaupt abfährt. Aber das wird sich sicherlich gleich finden. Jawohl, 15.24 Uhr, der ICE 693 Richtung München, das ist meiner. Es ist gerade mal 11 Minuten nach 3, ist also noch reichlich Zeit, so dass ich mir jetzt hier mein Plätzchen suchen kann, dass ich weiß, wo mein Wagen ist. Und dann kann es langsam aber sicher losgehen. Mal gucken, ob er pünktlich fährt diesmal, mein Zug. Ja, liebe Leute, mein Zug in Hamburg ist wirklich pünktlich abgefahren, hatte unterwegs dann aber richtig heftig Verspätung. Und dass das hier nicht Würzburg ist, wo ich angekommen bin, das seht ihr sicherlich sofort. Das ist die Fußgängerzone und die Bahnhofstraße der Stadt Fulda, die am Bahnhof da oben endet. In Fulda hätte ich auch ganz regulär umsteigen sollen, das war so eingeplant. Nachdem mein Zug aber so viel Verspätung hatte, war der Anschluss weg und der nächste fährt in 1,5 Stunden, 20.56 Uhr plus 15 Minuten. Verspätung. So ist der Stand der Dinge aktuell. Ein bisschen ärgerlich, aber auch nicht so schlimm. Ich habe ja Zeit. Hiermit endet jetzt mein Hamburg-Video. Ich freue mich sehr, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr es vor allem von Anfang bis Ende geschaut habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie lange ihr dran geblieben seid. Ansonsten seht ihr jetzt links oben eine Playlist mit allem zum Thema Hamburg und was ich da so gemacht habe die letzten Jahre. Und links unten eine Playlist zum Thema Würzburg. Könnt ihr auch gerne noch reinschauen. Und rechts könnt ihr abonnieren. Dafür danke ich euch. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und damit tschüss und ade bis zum nächsten Mal und das wie immer hier bei Würzburg Fotos. Macht's gut.